Tagesordnungspunkt 10. Beratung des Antrags der Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP mit dem Titel Nachhaltigen Friedensprozess in Äthiopien weiter unterstützen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich bitte, zügig Platz zu nehmen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Kollegin Agnieszka Brugger für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit Kriegsausbruch im November 2020 hat der Konflikt in Äthiopien mehr als eine halbe Million Todesopfer gefordert. Und alle Konfliktparteien sind für Menschenrechtsverletzungen von einem erschütternden Ausmaß verantwortlich. Von willkürlichen Verhaftungen und Hinrichtungen über Folter, sexualisierte Gewalt bis hin zur systematischen Abriegelung der Region Tigray und dem Einsatz von Hunger als Waffe. Die Äthiopische Menschenrechtskommission und das Büro der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte äußern sogar hinreichenden Grund zur Annahme, dass in mehreren Fällen die völkerrechtlich verankerten Tatbestände von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit erfüllt sind. Das alles muss weiter aufgearbeitet werden. Das alles darf nicht folgenlos bleiben. Und insbesondere die Gewalt der eritreischen Truppen war nach ihrem Einmarsch im Norden von besonderer Skrupellosigkeit geprägt. Auch deshalb fordern wir in unserem Antrag ihren Abzug aus Äthiopien. Meine Damen und Herren, umso erschreckender und unverständlicher ist es aber, wie wenig Aufmerksamkeit dieser brutale Krieg mit all seinen furchtbaren Folgen für die Menschen dort erfahren hat. Bei Gewalt und Menschenrechtsverletzungen, gerade in einem solch erschütternden Ausmaß, darf die Weltöffentlichkeit nicht wegschauen. Und deshalb war es uns als Koalition auch ein wichtiges Anliegen, auch hier im Parlament noch einmal den Fokus auf die nach wie vor angespannte Lage, aber auch auf den von der Afrikanischen Union vermittelten Waffenstillstand zu legen. Und auch wenn der ursprüngliche Konflikt zum Glück derzeit nicht mehr mit schärfster Waffengewalt ausgetragen wird, gilt es umso mehr, den Weg hin zu einem echten Friedensprozess nicht nur entschieden zu unterstützen, sondern ihn von allen Konfliktparteien einzufordern. Von wirklichem Frieden und echter Sicherheit sind die Menschen am Horn von Afrika allerdings noch weit entfernt. Das zeigt nicht nur der aktuell verheerende und blutige Machtkampf im Sudan. Auch angesichts der Auseinandersetzungen in Äthiopien sieht man, wie entscheidend die Frage der Entwaffnung und Reintegration aller regionalen Milizen für einen dauerhaften Frieden ist. Die Wunden, die dieser furchtbare Krieg hinterlassen hat, sind tief. Umso beeindruckender strahlt trotz all dem Leid die Kraft vieler ÄthiopierInnen, die sich für eine Aufarbeitung der Gewalt, für Wiederaufbau, für Teilhabe und Aussöhnung der Gesellschaft einsetzen. Und auch das zeigt einmal mehr, die Beteiligung von Frauen, von jungen Menschen, Vertreterinnen der Zivilgesellschaft ist die beste Voraussetzung für eine echte Chance auf Aussöhnung und nachhaltigen Frieden. Ganz im Sinne einer feministischen Außenpolitik, die wir ja nicht für uns, sondern vor allem für die Menschen vor Ort gestalten wollen. Das Engagement der Bundesregierung in enger Abstimmung mit den afrikanischen Partnern und Organisationen hat dabei unsere vollste Unterstützung. Und es war auch keine übliche normale Reise, sondern ein sehr wichtiges Zeichen, dass Außenministerin Annalena Baerbock gemeinsam mit ihrer französischen Amtskollegin im Januar genau diese Botschaft in Äthiopien bekräftigt hat. Und umso mehr begrüßen wir auch, dass Bundeskanzler Scholz demnächst mit seiner Reise und der heutigen Rückendeckung aus dem Parlament das deutsche Engagement hochkarätig vor Ort zum Ausdruck bringt. Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist Dr. Katja Leikert für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir erhalten in den letzten Tagen allerlei Berichte und Anträge der Bundesregierung zu Krisen in Afrika. Gestern war es der Sudan. Heute debattieren wir hier über Äthiopien, zu Recht, wie ich anmerken möchte. Morgen ist es dann Niger. Wir möchten nicht falsch verstanden werden. Es ist gut, dass wir diese Themen, Frau Brugger, hier behandeln. Sie sind wichtig.
Aber dann lassen Sie uns Afrika doch wirklich ernst nehmen. Wir fordern Sie seit langem dazu auf, vernünftige regionale Strategien auf den Weg zu bringen. Wo bleibt die Sahel-Strategie der Bundesregierung? Wir haben dazu Vorschläge gemacht. Wo bleibt die Strategie für das Horn von Afrika? Das zu liefern wäre Ihre Aufgabe, und daran werden wir Sie messen. Jetzt haben wir einen Antrag vorliegen, der wieder einen relativ verengten Blick hat. Das heißt natürlich nicht, und das möchte ich ausdrücklich sagen, dass alles darin schlecht ist. Im Gegenteil, Sie haben ja gerade schon gesagt, um was es geht. Der Fokus auf Frauen und Mädchen, insbesondere im Norden des Landes, ist lobenswert. Denn in diesem Krieg wurde sexuelle Gewalt systematisch eingesetzt, um die Menschen dort zu brechen. Und darunter leiden diese Gruppen. Auch die schnellstmögliche Wiedereingliederung Tigrays mit dem Rest des Landes ist essentiell. Die Region war zu lange abgeschnitten von Nahrung, von Medikamenten und Kommunikation, und die Menschen dort brauchen dringend wieder einen Zugang zu den Lebensgrundlagen. Das sind wichtige Schritte, die für uns als CDU/CSU absolute Priorität haben, denn es sind Maßnahmen, die das Leben der dortigen Zivilbevölkerung konkret verbessern. Und deshalb sage ich ganz klar, wenn die Bundesregierung die Vorschläge, die hier gemacht werden, von den Ampelfraktionen aufnehmen, dann hat sie dafür auch unsere Unterstützung. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Ampelfraktionen, wir müssen auch ehrlich sein. Was Sie uns hier präsentieren, ist wirklich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Was wir eigentlich brauchen, ist ein grundsätzlich neues Fundament für unsere Beziehungen in dieser Region. Und ich möchte es an drei kurzen Punkten deutlich machen. Erstens, was wir dringend brauchen, ist eine bessere Vorausschau. Sonst erleben wir noch öfter Schocks, wie jetzt gerade im Sudan, wo wir Hals über Kopf unsere Leute rausholen müssen. Bitte schauen Sie an, was in Tschad ist, in anderen Ländern. Schauen Sie da genauer hin. Zweitens, wir müssen uns noch bewusster machen, was wirklich unsere Interessen in Afrika sind. Es gibt genügend andere Akteure, China ganz vorne dran, die genau wissen, was ihre wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen dort sind. Das erlaubt ihnen, die Entwicklung in der Region wirklich zu prägen, während wir hier herumlavieren. Und drittens, wir müssen ganz klar machen, was unser Angebot ist. Es ist gut, humanitäre Hilfe zu leisten, auch Entwicklungszusammenarbeit. Das ist wichtig, aber wir müssen auch darüber hinausdenken. Europa zusammen mit Deutschland ist nach wie vor der größte Investor in Afrika mit Direktinvestitionen. Wir haben aktuell ein riesiges EU-Infrastruktur mit Global Gateway. Das sind 150 Milliarden, das ist eine ganze Menge, damit könnte man auch China was entgegenstellen. Wenn man aber Anfragen an die Bundesregierung dazu stellt, dann erhält man leider keine Antwort. Das fällt bei Ihnen unter den Tisch. Wir werden da dranbleiben, Sie weiter dazu befragen. Was Sie Ihnen im Antrag liefern, das ist einfach hier zu wenig, auch wenn es gut gemeint ist. Damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, tun Sie der Sache keinen Gefallen. Bessern Sie hier bitte in der Gesamtstrategie nach. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Jürgen Kosse für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mir gerade die Frage gestellt, ob ich das sagen soll. Wir haben die CDU ja sogar eingeladen, sich mit diesem Antrag zu beschäftigen, und dass wir mit einer großen Unterstützung hier im Hause diesen Antrag stellen. Und ich versuche jetzt mal deutlich zu machen, warum. Es ist ein Antrag, Agnieszka Burger, und ich bin auch dem Kollegen Rainer Simmet sehr dankbar, dass wir das sehr störungsfrei gut vorbereitet haben, zu einem Zeitpunkt gut vorbereitet haben, wo die Krise im Sudan nicht aktuell war. Und der erste Punkt und die erste wichtige Botschaft dieses Antrages ist, mit Blick auf die Region, wir wollen nachhaltig, proaktiv den Friedensprozess in Äthiopien unterstützen, weil wir es uns nicht leisten können, dass es weitere Konflikte in dieser Region gibt. Jeder einzelne Konflikt, der wieder aufflammt, ist einer zu viel, und das ist im deutschen Interesse, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zweiter Punkt. Äthiopien ist das Binnenland mit der größten Bevölkerung. Fast auf dem Weg zu 120 Millionen Menschen.
90 verschiedene Ethnien, genauso viele Sprachen, unterschiedliche Religionen. Und wir müssen doch ein Interesse haben, Unterstützung anzubieten, um mitzuhelfen, dass dieses Land stabil ist. Aus geostrategischen Gründen, der Jemen ist nicht weit, das Stichwort Eritrea fiel, wir haben Somalia, wir haben den Tschad und wir haben natürlich die Diskussion über den Sudan. Von daher ist es doch ein wenig schwierig, sich hier hinzustellen und zu sagen, es gibt keine Strategie, sondern es ist doch ein Handlungsauftrag, der in diesem Antrag beschrieben ist, der eben natürlich mit Einklang der Bundesregierung gemacht wird, der den Besuch der Außenministerin mit der französischen Außenministerin unterstützt und auch noch mal bestärkt, dass es richtig ist, dass der Bundeskanzler demnächst nach Äthiopien fährt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und sich dann hier hinzustellen und zu sagen, das reicht nicht aus, stelle ich mir die Frage, ob es vielleicht andere Gründe gibt, um das auszuführen. Weil inhaltlich habe ich keinen Widerspruch gehört. Ich habe das Gefühl, dass es taktisch motiviert ist, dass es hier um politisches Klein-Klein ist. Und meine Bitte, ich habe das gestern schon gesagt, lassen Sie uns bei außenpolitischen Debatten mit diesem politischen Klein-Klein aufhören. Es schadet der Bundesrepublik Deutschland, dem Ansehen in der Welt. Das können wir nicht gebrauchen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zum Antrag selber. Wir haben über 19 Punkte aufgeführt. Proaktive Unterstützung des Friedensprozesses, humanitäre Zugänge, Sicherheit für die Zivilgesellschaft. Das sind alles Punkte, die doch deutlich machen, wo wir stehen und an welcher Seite wir stehen. Wir stehen in Ostafrika und in Äthiopien an der Seite der Menschen, die Stabilität und Frieden in diesem Land für sich selber erreichen wollen. Und es ist alle Mühe des Deutschen Bundestags wert, sich heute in einer Debatte auch damit zu beschäftigen. Denn Länderdebatten führen wir häufig, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, Stichwort Sudan, wenn wir eingreifen müssen. Dieser Antrag macht deutlich, dass es um viel mehr geht, dass es vorausschauend möglich ist, sich klar zu positionieren als Deutscher Bundestag, die Bundesregierung zu unterstützen, um sich auf den Weg zu machen und für die Stabilität in einer Region zu sorgen, die tatsächlich doch irgendwie ein Pulverfass ist. Wir haben eine Nähe, wenn man jetzt mal Djibouti zum Beispiel nimmt. Es sind nur 30 Kilometer bis zum Jemen. Von Eritrea sind es 35 Kilometer. Wir haben gestern hier über Irini diskutiert, über Waffenlieferungen, die wir verhindern wollen, nach Libyen. Wir wissen, dass diese Waffen auch im Sudan landen. Sudan ist auch ein Nachbar von Äthiopien. Und deswegen glaube ich, glauben wir als SPD und glauben wir als Ampel, dass es richtig ist, mit dieser Debatte und mit diesem Beschluss heute ein starkes Signal auch für die Afrikanische Union, die ihren Hauptsitz in Addis Abeba hat, zu setzen, dass wir, die deutsche Regierung und damit auch Europa, an der Seite der Menschen steht, die Frieden organisieren wollen und Stabilität in einer schwierigen Region, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gibt eine Menschenrechtskommission. Ich durfte bei meinem Besuch in Äthiopien mit dem Leiter dieser Menschenrechtskommission sprechen. Und das, was Agnieszka Brugger eben gesagt hat, ist auch ein wichtiges Argument. Wenn wir sagen, wir wollen einen Friedensprozess proaktiv unterstützen, wir wollen einen nachhaltigen Frieden, dann gehört die Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen dazu. Und dann gehört auch dazu, dass wir nicht nur sagen, die müssen aufgearbeitet werden, sondern dass wir auch darüber reden, welche Instrumente, welche Möglichkeiten können wir zur Verfügung stellen, kann die Afrikanische Union zur Verfügung stellen, kann Europa zur Verfügung stellen, das hinzukriegen. Das bedeutet aber auf der anderen Seite auch, dass wir einen Versöhnungsprozess organisieren müssen. Denn Versöhnung ist auch eine Voraussetzung dafür, dass Menschen wieder zusammenfinden, die sich vorher unendlich gestritten haben. Und deswegen ist es gut, so ist zumindest meine Information, dass die Regierung in Äthiopien nächsten Dienstag in Tansania ein Gespräch mit den Oromo hat, mit der Befreiungsarmee. Weil wir reden hier über Tigray-Konflikt. Es gibt aber auch noch unter anderem andere Konflikte in diesem großen Land. Und glaube, das ist auch eine Aufgabe, dass wir ein Signal setzen heute, dass wir diesen Friedensprozess auch in dieser Hinsicht, wenn er denn stattfindet, in Tansania unterstützen. Daher für meine Fraktion, für die SPD-Fraktion, herzlichen Dank den Berichterstattern, die an diesem Antrag mitgearbeitet haben. Und wir würden uns freuen, wenn es eine breite Mehrheit für diesen Antrag gibt. Und ich danke für die Aufmerksamkeit.
Das Wort hat der Abgeordnete Stefan Keuter für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir beraten heute einen Antrag der SPD, der Grünen und der FDP zu einem Antrag des Friedensprozesses oder zum Friedensprozess in Äthiopien. Seit 2,5 Jahren entwickelt sich der Konflikt der Zentralregierung in Äthiopien gegen die Regionalregierung in Tigray zu einem Bürgerkrieg. Tigray, wo liegt das, liebe Zuschauer? Oben im Norden von Äthiopien, südlich von Eritrea, ist ein kleiner Landstrich, und Tigray bezeichnet nicht nur eine Region, sondern auch einen Volksstamm. Hier kämpft die Volksbefreiungsfront von Tigray gegen die äthiopischen Streitkräfte. Äthiopien war hier so in Bedrängnis geraten, dass es irgendwann die eritreischen Streitkräfte um Unterstützung gebeten hat. Das ist ganz besonders, wenn man bedenkt, dass Äthiopien und Eritrea lange Zeit verfeindet waren und erst in 2019 unter Ministerpräsident Abiy Ahmed, dem äthiopischen Ministerpräsidenten, ein Frieden geschlossen wurde mit Eritrea. Dafür hat er auch damals den Friedensnobelpreis erhalten. In Ihrem Antrag formulieren Sie nun, dass Eritrea sich aus Äthiopien zurückziehen soll. Das ist mal mindestens irreführend, denn man muss ganz klar sagen, dass Äthiopien ja Eritrea um Unterstützung in diesem Konflikt gebeten hat und fremde Streitkräfte quasi auf das eigene Territorium eingeladen hat. Da muss man mal sehen, wie schwer dieser Konflikt und die Not der äthiopischen Regierung gewesen sein muss, dies zuzulassen. Die Vereinten Nationen gehen in dem Konflikt inzwischen von 500.000 Toten und über 2 Millionen Flüchtlingen aus. Durch Vermittlung der Afrikanischen Union ist es jetzt im November letzten Jahres zu einem Waffenstillstand gekommen, und auch die Milizen Eritreas ziehen sich langsam aus Tigray wieder zurück. Das ist ein gutes Beispiel, dass es auch ohne Einmischung westlicher Mächte funktioniert und Frieden in Afrika geschlossen werden kann. Nun will sich Deutschland aber wieder einmischen. SPD, Grüne und FDP wollen einen, wie Sie es nennen, nachhaltigen Friedensprozess in Äthiopien weiter unterstützen. Das klingt erstmal gut, nur wenn wir uns das anschauen, darunter verstehen die Antragsteller einen breit angelegten, geschlechtergerechten und inklusiven Prozess unter umfassender Beteiligung von Frauen, Jugend und marginalisierten Gruppen, worunter Sie wahrscheinlich sexuelle Minderheiten meinen. Wir stellen uns darunter als AfD eher vor die Minderheit des Volkes der Tigray mit etwa 5 Millionen Menschen, die etwa 6% der Bevölkerung ausmachen. Ich glaube, dass die Äthiopier und insbesondere die Menschen in Tigray ganz andere Probleme als ihre sexuelle Teilhabe und die Berücksichtigung sexueller Minderheiten ist. Es geht hier um sauberes Trinkwasser, es geht um Ernährung, es geht um Infrastruktur, es geht um Hygiene und ja, es geht auch um Sicherheit. Ich vermisse in Ihrem Antrag ganz klar die Formulierung deutscher Interessen. Dies, was Sie hier formulieren, hat mit Realpolitik nichts zu tun und ist lediglich eine rot-grüne Kampfrhetorik mit allerlei Schlagworten Ihrer feministischen Außenpolitik. Jenseits von humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit sollten wir uns auf politischer Ebene in diesen Konflikt nicht einmischen. Und, liebe Union, war es nicht Ihr Bundesminister Müller, der Äthiopien zu einem Hauptpartner der deutschen Entwicklungszusammenarbeit machte? Ich frage mich, was ist daraus geworden? Krieg, Chaos und die Vernichtung unserer deutschen Investitionen waren das Ergebnis. Wenn wir Länder, Kulturen und Interessenslagen nicht verstehen, dann sollten wir aus Konflikten uns einfach mal raushalten. Wir haben es ja eben schon gehört, durch das Engagement der Afrikanischen Union hat man es geschafft, diesen Konflikt weitestgehend beizulegen. Die Probleme sind aus unserer Sicht ganz anders gelagert. Und zwar wird gerade der sogenannte Staudamm Gerd gebaut, seit 2011 der größte Stausee Afrikas, 74 Milliarden Kubikmeter Fassungsvermögen, 6.000 Megawatt, das größte Wasserkraftwerk Afrikas. Wir sehen hier die Gefahr, dass Äthiopien dem Sudan und Ägypten das Wasser abdreht. Ägypten hat bereits angedroht, hier militärisch zu intervenieren, sollte man hier den Wasserfluss reduzieren. Und da müssen wir ein Hauptaugenmerk drauf legen. Wir Deutschen sollten uns hier in die Vermittlung engagieren, uns aber aus dem Konflikt raushalten. Wir lehnen Ihren Antrag ab. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion hat nun der Abgeordnete Rainer Semet das Wort. Sehr geehrte Präsidentin,
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Freiheit und Menschenrechte sind das Fundament jeder intakten Gesellschaft. Ich denke, unser aller Wunsch ist es, dass Menschen überall sicher, frei und selbstbestimmt leben können. In Tigray zeigt sich, unter Vermittlung von internationalen und regionalen Organisationen kann Frieden entstehen. Ich freue mich sehr, dass sich die Konfliktparteien im November 2022 auf ein Abkommen einigen konnten. Ein Abkommen, das eine anhaltende Waffenruhe und Zugang zu humanitärer Hilfe enthält. Es fordert auch die Aufarbeitung der schlimmen Menschenrechtsverletzungen auf beiden Seiten. Die Unterzeichnung kann aber nur ein Schritt sein. Jetzt geht es darum, das Abkommen ernsthaft und nachhaltig umzusetzen. Alle Akteure vor Ort und international tragen hierfür gemeinsam Verantwortung. Die Regierungen Deutschlands und Frankreichs haben maßgeblich dazu beigetragen, dass dieser Weg geebnet wurde. Die Vermittlung der Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union brauchen wir weiterhin auch unbedingt. Wir halten unsere Unterstützung deshalb aufrecht und bleiben in engem Austausch mit allen Beteiligten. Genau wie mit der regionalen Wirtschaftsgemeinschaft IGAD und allen beteiligten UN-Organisationen. Fast zwei Jahre hat die Zentralregierung und eritreische Truppen die Konfliktregion blockiert. Das Ausmaß der humanitären Katastrophe kann man noch gar nicht überblicken. Die Vereinten Nationen schätzen, dass 4,2 Millionen Menschen innerhalb des Landes fliehen mussten und ein Fünftel der Bevölkerung ist auf Nahrungshilfe angewiesen. Als internationale Gemeinschaft ist es unsere Pflicht, hier unkompliziert zu helfen und das Leid und den Hunger zu beenden. Aber das allein reicht nicht aus. Der Blick muss auch nach vorne gehen. Alle ethnischen Gruppen brauchen echte Perspektiven, damit der Konflikt nicht wieder ausbricht. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass Äthiopien wirtschaftlich stabiler wird. Dazu brauchen wir eine Strategie raus aus der Verschuldung. Vor allem aber braucht Äthiopien echte Entwicklungsperspektiven. Denn wir wissen doch, die Aussicht auf ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit und Sicherheit ist ein Motor für anhaltenden Frieden. Die Umsetzung des Friedensabkommens ist unabdingbare Voraussetzung. Deshalb ist es richtig, dass wir die Reformen unterstützen, aber auch nur finanzieren, wenn das Abkommen ernsthaft umgesetzt wird. Diese Woche haben wir hier schon das Mandat für den Einsatz im Mittelmeer verlängert. Wir haben über die Evakuierungsmission im Sudan abgestimmt und morgen befassen wir uns mit dem Einsatz der Bundeswehr in Niger. Wir sind also auf vielerlei Art und Weise aktiv in dieser Region. China und Russland können wir aber bei keiner dieser Regionen und Aktionen ignorieren. Der Einfluss der beiden ist dafür zu stark. Der Einfluss Russlands als angebliche Schutzmacht, aber auch der Einfluss Chinas als Wirtschaftsmacht, die ganz eindeutige Interessen formuliert und die nicht immer im Interesse der Länder sind, mit denen sie nachher stattfinden. Ständig beschäftigt uns natürlich auch die Frage, wie können wir in Afrika eine echte politische Alternative zu Autokratien bieten? Wir können kein Vertrauen von den afrikanischen Staaten erwarten, solange wir nicht überzeugend um sie geworben haben und entsprechende Angebote machen. Unterstützen wir Äthiopien auf seinem Weg zu Freiheit und Menschenrechten? Sie sind das Fundament jeder intakten Gesellschaft. Begleiten wir dieses Land mit seinen 120 Millionen Einwohnern in eine bessere, friedlichere Zukunft. Begreifen wir die strategische Bedeutung von Frieden und Stabilität in Tigray für Äthiopien und für die gesamte Region um das Horn von Afrika. Ich persönlich halte, und da bin ich nicht allein in diesem Haus, eine nachhaltige wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den Ländern Afrikas für eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Gewinnen wir das Vertrauen, indem wir ihnen zeigen, dass wir da sind, dass wir zuhören, dass wir präsent sind, dass wir nicht als Lehrmeister kommen, sondern als echte, verlässliche Partner. Gewinnen wir das Vertrauen, indem wir vor allem auch regionale Organisationen und Akteure stark machen. Sie wissen am besten, welche Maßnahmen der Zusammenarbeit am nötigsten sind und den größten Erfolg versprechen. Seien wir dadurch der attraktivere Partner als Russland und China. Ich bitte Sie um breite Zustimmung zu diesem Antrag.
Das Wort hat die Kollegin Katrin Vogler für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, 2018 haben Äthiopien und Eritrea nach jahrzehntelanger Feindschaft offiziell Frieden geschlossen. 2019 erhielt der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed dafür den Friedensnobelpreis unter großem Applaus, auch aus den Fraktionen des Bundestags. Und ich habe Sie damals auf die Gefahr neuer Konflikte hingewiesen, die sich aus der Militärkooperation zwischen den beiden Ländern ergeben könnten. Und tatsächlich, schon 2020 wurde der politische Machtkonflikt um die Provinz Tigray zwischen der äthiopischen Zentralregierung und der Volksbefreiung von Tigray zu einem blutigen Bürgerkrieg. Und von Anfang an war eritreisches Militär an der Seite der äthiopischen Truppen im Einsatz. In zwei Jahren wurden 600.000 Menschen getötet, bis die Afrikanische Union endlich ein Friedensabkommen vermitteln konnte. Meine Damen und Herren, im Januar 2019 habe ich hier an diesem Pult mit Blick auf die Konfliktregion nachhaltige Friedensförderung angemahnt und eine Entwicklungszusammenarbeit, die Armut, Ausbeutung und Umweltzerstörung bekämpft und damit an die Ursachen von Gewalt geht. Aber wieder folgte Aufrüstung. Nach dem Friedensschluss hoben die Vereinten Nationen und die EU ihre Waffenembargos gegen die Militärdiktatur in Eritrea auf, und das war falsch. Von 2017 bis 2021 genehmigte die Bundesregierung die Lieferung von Großwaffensystemen nach Äthiopien. Und auch nach Beginn der Kämpfe um Tigray besuchte eine Bundeswehrdelegation Äthiopien, um, Zitat, die militärische Kooperation zwischen beiden Ländern zu stärken. Erst im Juli 2021 stoppte damals das Verteidigungsministerium die Ausstattungshilfe für das äthiopische Militär. Und ich wiederhole, was ich hier 2019 gesagt habe. Mit Aufrüstung schafft man keinen Frieden. Der jüngste Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock in Äthiopien, die das Land Nachbarn im Herzen nannte und auch ihre schönen Worte von der regelbasierten oder gar feministischen Außenpolitik, die werden doch gleich wieder Lügen gestraft, meine Damen und Herren, wenn im Antrag gefordert wird, den Abzug der eritreischen Soldaten aus Tigray nur anzusprechen, wo es angebracht ist. Ist es denn nicht immer angebracht, den Abzug fremder Soldaten zu fordern, schon allein um den Opfern ihrer Grausamkeiten deren Anblick zu ersparen? Aber nein. Warum nur finde ich kein Wort gegen Waffenlieferungen und Militärkooperationen in Ihrem Antrag? Das Ziel, regionale Spannungen abzubauen und Krisenprävention und Konfliktbearbeitung zu stärken, das teilt die Linke vollständig. Das Ganze überzeugt uns aber nicht, solange es nicht mit einer klaren Absage an militärische Kooperation und Aufrüstung verbunden wird. Das Wort hat die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe, Luisa Amtsberg. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als ich vor zwei Wochen in Äthiopien war, habe ich von vielen Menschen vor Ort den Satz gehört: We cannot eat democracy, we need to put food on the table. Ein Satz, der sitzt und einer, der angesichts des schieren Überlebenskampfes, mit dem ein großer Teil der Äthiopierinnen und Äthiopier konfrontiert sind, verständlich ist. Aber, und auch das wurde in unseren Gesprächen mehr als deutlich, sie schmälert nicht die Relevanz einer politischen Ordnung, die Notwendigkeit einer nationalen Aussöhnung. Im Gegenteil. Der Einsatz für einen nachhaltigen, besonders für Frauen und marginalisierten Gruppen inklusiver Friedensprozess bleibt, wie im vorliegenden Antrag beschrieben, die zentrale Aufgabe. Dafür setzt sich unsere Bundesregierung ein. Und Frau Leikert, die Kollegin von der Union, hat gefragt nach einer Gesamtstrategie und das Fehlen einer bemängelt. Sehen Sie, der Fokus auf genau diese Gruppen im Sinne einer feministischen Außenpolitik
ist Teil einer Gesamtstrategie. Und ich werde noch weitere Punkte nennen, die Ihnen das vielleicht noch offenbarer machen. Aber vielleicht auch an dem Punkt noch mal gesagt, ja, den Fokus in diesem Friedensprozess auf Frauen, auf Kinder, auf marginalisierte Gruppen zu legen, das ist keine Einmischung an die Kollegen der AfD gerichtet. Das ist keine Einmischung. Wie sollte es auch so sein? Es ist der legitime Anspruch von Frauen und Kindern, die in diesem Konflikt wahnsinnig viel Gewalt erlebt hat und deren Stimmen gehört werden müssen, sichtbar gemacht werden müssen. Diese Stimmen sichtbar zu machen, ist auch Teil dieser Bundesregierung, ihrer Aufgabe. Und es ist nicht nur ignorant, es ist vergessen. Und es ist auch sozusagen gewollt, diesen Eindruck hier zu erwecken, dass das irgendwie eine feministische Ideologie sei. Es ist die Gruppe, die am meisten gelitten hat unter diesem Konflikt. Dass sie das vergessen, ist bezeichnend. Aber, und das sage ich auch deutlich, überhaupt nicht überraschend. Deutschland hat seine humanitäre Unterstützung fast verdoppelt. Frau Leikert, auch das Teil einer Gesamtstrategie. Und ja, trotzdem sind die humanitären Herausforderungen enorm und mit den derzeitigen Mitteln absolut nicht gedeckt. Wir müssen daher auch darum werben, dass unsere Partnerinnen und Partner sich nicht aus der Region zurückziehen, denn es braucht den Einsatz der gesamten internationalen Gemeinschaft mehr denn je, um gezielt helfen zu können. Auch dafür, Frau Leikert, setzt sich diese Bundesregierung ein. Und, das ist mein zweiter Punkt, es herrscht die schlimmste Dürre der letzten 40 Jahre. In den Regionen Afar, Somali und Oromia im Osten und Süden des Landes leiden etwa 24 Millionen Menschen unter Lebensmittelknappheit, schlechter Wasserversorgung, fehlender Hygienemöglichkeiten. 2,2 Millionen Kinder unter 5 Jahren sind von akuter Mangelernährung betroffen. In all meinen Gesprächen wurde deutlich, dass die humanitäre Hilfe allein nicht ausreichen wird, sondern dass es eben langfristige und vorausschauende Lösungen braucht. Und auch hier, Frau Leikert, die Bundesregierung erhöht den Anteil der vorausschauenden humanitären Hilfe, bringt sich ein in der Nexus-Debatte. Auch das Teil einer Strategie. Drittens, Blindspots. Zwar schweigen im Norden derzeit die Waffen, doch viele bewaffnete Konflikte in anderen Landesteilen gehen abseits der öffentlichen Aufmerksamkeit weiter vonstatten. Und das ist eben auch ein Punkt, den die internationale Gemeinschaft nicht aus dem Blick verlieren darf. Äthiopien rangiert unter den gefährlichsten Ländern für humanitäre HelferInnen. Ja, das haben wir erfahren. 2 humanitäre Helfende wurden ermordet kurz vor Antritt meiner Reise. Und auch hier, und das haben wir getan, müssen wir uns dafür einsetzen, dass die äthiopische Regierung den Einsatz und die Arbeit der humanitär Helfenden auch positiv in dem nationalen Dialog, in dem Aussöhnungsprozess erwähnt, das positiv begleitet und die Arbeit auch eben positiv in die Gesellschaft hineinträgt, damit diese Menschen sicher sind und ihre Arbeit machen können. Und das ist der letzte Punkt. Ich begrüße, dass die Bundesregierung den Fokus auf Ostafrika setzt und behält. Und ich denke, dass es nichts deutlicher machen könnte als ein Besuch der Außenministerin im Januar und ein Besuch des Bundeskanzlers im April. Damit ist doch völlig klar, wo wir unseren Fokus haben. Und das ist auch richtig so. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Markus Koop das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zunächst der Ampelkoalition danken dafür, dass sie diesen Tagesordnungspunkt aufgesetzt hat, denn wir alle, das ist ja auch in den Redebeiträgen klar geworden, unterstützen diesen Friedensprozess in Äthiopien. Wir bringen uns als CDU-CSU-Fraktion auch gerne mit ein, diesen zu unterstützen und wissen, Sie können uns da an dieser Stelle auch an Ihrer Seite wissen. Allerdings muss man auch sagen, dass dieser Friedensprozess durch die Beteiligung des Landes Eritrea weiter unter schwierigen Vorzeichen steht. Ein Land, das in der Vergangenheit selbst territoriale Ansprüche auf äthiopischem Gebiet geltend gemacht hat und dessen Präsident gewissermaßen, so wurde das in der Zeit formuliert, aus dem toten Winkel der Weltöffentlichkeit agiert. Ein Konflikt, der in der Tat, ist auch angesprochen worden, zu wenig im Licht der Öffentlichkeit ist, der zu sehr unter dem Radar ist, an dem wir alle die Aufgabe haben, daran zu arbeiten, dass dieser Konflikt auch sichtbar wird. Und wir müssen auch sagen, eritreische Truppen haben in der Vergangenheit für die Vertreibung von Zivilisten gesorgt, Vergewaltigungen vorgenommen, Morde durchgeführt, ja mutmaßlich Kriegsverbrechen. Und sie haben in ihrem eigenen Land einen umfassenden Wehrdienst, der für viele Betroffene ein Zwangsdienst zum Hungerlohn ist. Laut UNHCR und weiterer Organisationen sind allein im vergangenen Jahr knapp 500.000 Eritreer vor diesem Zwangsdienst geflohen. Und auch wir haben in unserem Land eine große Diaspora-Gemeinde aus Eritrea. Regelmäßige Überweisungen aus dieser Diaspora-Gemeinde an die Angehörigen vor Ort bilden zum einen ein soziales Netzwerk dort und entlasten auf der anderen Seite die dortige Regierung.
Und die Regierung, die Führung in Asmara kam sogar auf die Idee, diese Auslands-Eritreer mit einer Diasporasteuer von 2% ihres Einkommens zu belasten. Ein Vorgehen, das zumindest von Deutschland im Jahr 2011 durch die Bundesregierung damals unterbrochen worden ist. Dennoch gibt es Untersuchungen des britischen Parlaments, dass viele Auslands-Eritreer diesen Zahlungen nachkommen, in der Befürchtung, dass ihre Angehörigen vor Ort Repressionen ausgesetzt sind. Und es unsere Aufgabe ist, diese Zahlungen, die auch dazu dienen, dieses hochgerüstete Militär zu unterstützen, dass wir diesen Zahlungen nachgehen, dass wir sie aufhalten, dass wir sie verhindern und dafür Sorge tragen, dass dadurch ein weiterer wichtiger Aspekt zur Beitragung für diesen Friedensprozess geleistet wird. Und ein letzter Punkt, weil das hier mehrfach angesprochen worden ist. Es geht hier nicht um politisches Klein-Klein, wie Sie eben gehört haben. Wir sind in vielen Punkten an Ihrer Seite, aber es geht darum, dass wir ein Konzept brauchen. Und wir werden, ich will dieser Diskussion morgen nicht vorgreifen, was wir im Niger machen. Auch da gibt es überhaupt keine unterschiedliche Auffassung, dass wir dort präsent sein müssen, dass wir dort aktiv eingreifen müssen. Aber dass dort ein Konzept vorhanden ist über das, was wir dort tun, war gestern in der Anhörung mit der Bundesregierung nicht erkennbar. Und das ist nicht unsere Aufgabe als Opposition, das permanent zu kritisieren, sondern wir sind in dieser konstruktiven Mitte des Hauses, haben die gemeinsame Aufgabe, Afrika stärker in den Fokus zu rücken, dass wir eine Strategie entwickeln, wie wir diesen Kontinent zum wirklichen Chancenkontinent machen können. Da haben Sie uns an Ihrer Seite, aber wir werden von Ihnen einfordern, dass wir dafür ein Konzept brauchen. An vielen Punkten können wir das leider nicht erkennen. Beim Fall von Äthiopien sind wir jedenfalls an Ihrer Seite, dass wir diesen Friedensprozess stärken müssen. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat die Kollegin Nadja Stamer das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hatte vor ein paar Jahren selber die Möglichkeit, für die Friedrich-Ebert-Stiftung 3 Monate in Äthiopien arbeiten zu dürfen. Und in der Zeit bin ich ziemlich viel im Land unterwegs gewesen. Und da haben sich mir manche Sachen sehr eindrücklich eingebrannt. Zum Beispiel die ganzen Bilder der vielen, vielen Viehhirten, die in den ländlichen Regionen alle bewaffnet sind, ob mit Gewehren oder kleinen Waffen. Und das führt auch dazu, dass die lokalen Konflikte im Land um Wasser, um Land, um andere Ressourcen so schnell und blutig eskalieren. Und diese tägliche Unsicherheit, egal ob beim Wasser holen oder auf dem oft ziemlich langen Weg zur Schule, sind doch ziemlich unvorstellbar. Und es freut mich, dass so zahlreiche Menschen und Organisationen auch hier in Deutschland, die äthiopische Bevölkerung, dass die ihnen am Herzen liegt. Meine Heimatstadt Leipzig ist zum Beispiel Partnerstadt von Addis Abeba. Und auch Vereine wie Äthiopia Witten setzen sich ganz konkret für eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung im Land ein. Ich war ziemlich erleichtert, als die Konfliktparteien in Äthiopien im letzten November endlich einen dauerhaften Waffenstillstand vereinbart haben. Das ist ein wichtiger Schritt, aber kann eben nur der erste Schritt sein. Was ist also was braucht es eigentlich konkret vor Ort, um einen Friedensprozess anzustoßen und auch nachhaltig auszugestalten? Und wie können wir als Koalition den Menschen in Äthiopien dabei helfen, das auch zu erreichen? Mit dem vorliegenden Antrag schlagen wir die nächsten Schritte zur weiteren Stabilisierung im Friedensprozess vor. Da haben wir schon heute viel dazu gehört. Aber ich möchte noch mal auf einige Forderungen des Antrags ganz gezielt eingehen. Als erstes braucht es eine ehrliche Aussöhnung. Denn die Lage in Äthiopien, die bleibt brenzlig. Die gravierenden Menschenrechtsverletzungen, die von allen Konfliktparteien begangen wurden, haben sich bei der Bevölkerung weit eingebrannt. Diese Verbrechen müssen umfassend aufgearbeitet werden und vor Gericht gebracht werden. Denn nur so kann es echte Gerechtigkeit geben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte den Fokus heute auf diejenigen richten, die in besonderem Maße von den Auswirkungen von Krieg und Konflikten wie denen in Äthiopien betroffen sind und doch so leicht aus unserem Blickfeld geraten. Wir wissen, dass Frauen von Hungersnöten stärker betroffen sind als Männer. Im Jahr 2021 waren es beispielsweise 150 Millionen mehr Frauen als Männer, die von Hunger betroffen waren. Das hat strukturelle Gründe. Frauen verfügen über weniger finanzielle Ressourcen und weniger eigenes Ackerland. Und zudem verzichten sie oft zugunsten ihrer Kinder auf die eigene Nahrungsmittelversorgung. Dennoch leidet laut der WHO etwa jedes dritte Kind in der Region unter Mangelernährung. Und das BMZ und die Ministerin Svenja Schulze setzen hier mit der feministischen Entwicklungspolitik und dem Kernthema Leben ohne Hunger die richtigen Schwerpunkte, um das SDG 2 auch wirklich erreichen zu können.
Frauen leiden durch Vergewaltigung auf grausame Art und Weise in Kriegen und Konflikten. Davon sind sie ein Leben lang gezeichnet. Das BMZ beteiligt sich in Äthiopien an einem Programm, das Betroffene sozial und wirtschaftlich stärkt. Dies umfasst beispielsweise auch die individuelle Unterstützung zur Bewältigung der psychosozialen Folgen und die wirtschaftliche Absicherung der Frauen. Diese Projekte kann man einfach nicht genug wertschätzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine notleidende Gruppe, die mir besonders am Herzen liegt, sind eindeutig Kinder und Jugendliche. Der Antrag benennt das ganz deutlich. Im Tigray-Konflikt wurden Kinder und Jugendliche zwangsrekrutiert. Kindersoldaten wurden dort eingesetzt. Sie haben schreckliche Gewalterfahrungen gemacht. Sie waren auch von sexualisierter Gewalt und sogar Folter betroffen. Diese gravierenden Kinderrechtsverletzungen gilt es vollumfänglich im Rahmen von Transitional Justice aufzuarbeiten. Letztes Jahr lag das Durchschnittsalter in Äthiopien bei 18,6 Jahren. Das heißt, ungefähr die Hälfte der äthiopischen Bevölkerung ist noch nicht mal volljährig. Dennoch sehen wir auf den Bildern von Friedensverhandlungen ziemlich oft ältere Männer, die das miteinander verhandeln. Um Frieden jedoch nachhaltig zu verankern und breit aufzustellen, ist es absolut notwendig, die Jugend und natürlich auch die Frauen mit an die Verhandlungstische zu setzen und nicht über sie zu entscheiden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch die aktuelle Situation im Sudan, dazu haben wir heute auch schon viel gehört, einem direkten Nachbarland von Äthiopien, macht deutlich, dass wir die Konfliktherde in der Region nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Dafür ist ein dauerhafter Frieden in Äthiopien zu wichtig. Zuallererst natürlich für die Menschen im Land, aber auch für die ganze Region und die Stabilität in dieser Region. Vom Krieg profitieren Diktatoren und Waffenkonzerne. Vom Frieden hingegen profitieren wir alle und er schafft die Gerechtigkeit, die es braucht. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Thomas Erndl für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Stamer und auch Frau Amtsberg, Sie sind ja auf den Punkt eingegangen, dass unsere Forderung doch ist, man möge eine Afrika-Strategie vorlegen, bevor man hier sozusagen die Dinge im Einzelnen bespricht. Und Ihre Antwort war darauf, wir haben doch schon eine Strategie, wir haben doch die feministische Außenpolitik. Also ich glaube, wenn wir das als Ihre Antwort sehen, dann ist natürlich der Hinweis umso nötiger, weil dann, glaube ich, haben Sie insgesamt nicht verstanden, dass man hier einen gesamtheitlichen Blick braucht. Und Reisen, liebe Frau Amtsberg, ist natürlich keine Strategie. Das gehört natürlich dazu, aber das ist eben auch nur ein Mosaikstein, wie eben selbstverständlich auch die Ziele der feministischen Außenpolitik. Das ist ja außer Frage, dass das alles wichtig ist, aber das kann ich doch nicht hier darstellen als das wesentliche Dokument oder die Strategie, die hier erforderlich ist, um das in der Region zum Besseren zu führen. Die Zustandsbeschreibung in Ihrem Antrag, die ist ja durchaus zutreffend. Waffenstillstand, fragil, Grausamkeit des Krieges und die humanitären Folgen unfassbar schwierig und dass es auch verhindert werden muss, dass eine weitere Destabilisierung von anderen Provinzen wie Oromia gibt. Das hätte natürlich sehr, sehr schwere Folgen. Aber es geht eben nicht weit genug, was Sie in Ihren Forderungen hier auflisten. Es wird die Rolle Eritreas kurz angeschnitten, kurz erwähnt, aber entscheidend ist doch, dass dieses Nachbarland auch als Kriegspartei völlig außen vor bleibt bei dem, was da folgen muss. Und Eritrea muss hier dringend auch in den Friedensprozess mit eingebunden werden. Der russische Einfluss in der Region bleibt leider in diesem Antrag fast gänzlich unterbelichtet. Russland unterstützte diesen Konflikt auch mit Waffenlieferungen und dass Russland eine ernsthafte Befassung mit dem Tigray-Konflikt im UN-Sicherheitsrat verhindert hat, erwähnen Sie in Ihrem Antrag ebenso nicht. Ebenso wie China und die geostrategischen Ambitionen, auch dazu findet man nichts im Antrag. Und das muss aber auch letztendlich die Konsequenz für die nächsten Schritte sein, dass diese Dinge hier auch mitgedacht werden müssen. Meine Damen und Herren,
Ich habe es schon angesprochen, wir sprechen über in dieser Woche zu 5 Debatten zum Thema Afrika und alles isoliert, eben ohne eine kohärente Strategie. Wer sich ernsthaft mit Stabilität in Ostafrika und auch dem Frieden in Äthiopien auseinandersetzt, der braucht einen gesamtheitlichen Ansatz. Und der muss die Frage, wie man russischen und chinesischen Narrativen etwas entgegensetzt, genauso enthalten wie Wirtschaftspartnerschaften auf Augenhöhe. Eine kohärente Strategie, das ist unsere Erwartung an die Bundesregierung. Ansonsten bleiben Anträge wie der vorliegende leider nur ein folgenloses Stück wert. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP auf Drucksache 6543 mit dem Titel Nachhaltigen Friedensprozess in Äthiopien weiter unterstützen. Wer stimmt für diesen Antrag? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Niemand. Der Antrag ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Oppositionsfraktionen angenommen. Ich rufe auf die